Hey, hier ist der Timo von Fit und Gut. Wir machen jetzt gemeinsam ein HIIT, ein High Intensity Interval Training. Alles, was du brauchst, ist genug freie Fläche, um in jede Bewegung einen guten Ausfallschritt machen zu können. Du brauchst gut Energie im Tank, ja, am besten keinen vollen Magen und etwa 15 Minuten deiner Zeit. Wir machen circa 5 Minuten Warm-up, das ist aber auch schon in einem guten Ready-State, ja, und dann machen wir 10 Minuten knackigen Hauptteil. High Intensity, hohe Intensität bedeutet trotzdem, du willst auf eine saubere Ausführung achten. Ja, ich will dich mit dem Training hier nicht maximal platt machen, sondern wir wollen dich besser machen. Also achte auf eine gute Ausführung, ja, gib da ordentlich Power rein und nutz die Pausen, um dich gut zu regulieren, gut zu atmen und bereit zu machen für die nächste Übung. Alright, lass uns loslegen. Unsere erste Übung, circa 30 Sekunden, einfach mal auf der Stelle federn. Komm hier an, spür mal deine aufrechte Körperhaltung, spür deine Atmung. Noch so 15 Sekunden. Noch 5. Und entspannen. So, Knie leicht beugen, Ready Position und dann vorne, hinten. Hände klatschen. Versuch möglichst exakt. Guter Fokus. Noch 10 Sekunden. Noch 5. Und entspannen. Sehr gut. Ellenbogen, Knie zusammen. Rechts, links, links, rechts. Finde eine passende Atmung für dich. Machen wir auch noch circa 15 Sekunden. Noch 5. Und entspannen. Jetzt machst du dreimal 5 knackige Hampelmänner mit mir mit. Und zwar immer auf mein Kommando, go. Ich mache dir mal 2 vor. Du startest aufrecht durchgedrückt und dann davon 5 Stück mit mir. Mach dich bereit, aufrechte Haltung und go. Und wieder stabil stehen, kurz durchatmen. Zweite Runde, starte aufrecht durchgedrückte Haltung und go. Noch ein drittes Mal. Mach dich bereit. Und go. Okay, das war unser Warm-up. Jetzt gehen wir in den Hauptteil. Ich stelle den Timer für uns ein. Wir machen immer 30 Sekunden Belastungsintervall. All in. 30 Sekunden Pause. Insgesamt 10 Mal. Ja. Mach dich schon mal bereit. Ich stelle uns gerade mal hier den Timer ein. Okay, unsere erste Übung, wir machen 2 Durchgänge. Erster Durchgang, lockere Variante. Wenn du Bock hast, mach im zweiten Durchgang die knackigere Variante mit mir mit. Wir machen einen Burpee, ja, gehen beim Burpee möglichst tief in die Liegestütz und machen das erstmal mit Schritten, also noch nicht mit dem klassischen Jump zurück. Okay, starte in einer aufrechten Position. Strecksprung nach oben, Hände schulterbreit, Steps zurück, wieder vor. Und bau gerne hier unten eine Liegestütz mit ein. Wenn dir die Liegestütz noch too much ist, ohne Liegestütz, Steps zurück, Steps vor. Füße circa hüftbreit positionieren. Und entspannen. Durchatmen. Das waren die ersten 30 Sekunden. Unsere zweite Übung in Rückenlage. Füße schulterbreit aufgestellt. Und dann bringst du gleich deine Hüfte nach oben und streckst den Arm diagonal nach hinten. Okay? Ellenbogen nach unten drücken, Füße aufstellen,
3, 2, 1. Hüfte strecken und reach. Spür diese Diagonale. Das heißt, vom linken Fuß in die rechte Hand, vom rechten Fuß in die linke Hand. Hüfte dynamisch strecken, Arm lang machen. Dein Blick folgt der Hand. Und entspannen. So, das war unser zweiter Intervall. Die Nummer 3, Hindu-Kniebeugen, Hindu-Squats. Sieht so aus, stellst dich Hüft- bis Schulterbreit, schickst die Fingerspitzen nach unten, drückst die Hüfte durch und ziehst die Ellenbogen zurück. Das möglichst dynamisch. Ja, in 8 Sekunden stell dich aufrecht hin, stell dir vor, die Fingerspitzen wollen in die Hosentaschen und go. Nach unten, hochkommen, Ellenbogen zurück, Körper durchdrücken, Gesäß, Bauch anspannen. Stell dir vor, du gibst einen doppelten Ellenbogenschlag nach hinten. Und entspannen. Vierte Übung, Liegestützposition, Shoulder Tap, Shoulder Tap. Wenn du stark bist in der Liegestütz, machst du nach 2 Taps einen Push-Up, also eine Liegestütz. Ansonsten nur hier stabil halten. In 10 Sekunden, geh schon mal vorbereitend in deine Stützposition, Schulterlinie über den Fingerspitzen. 3, 2, 1, Tap. Tap, wahlweise Liegestütz. Ohne Liegestütz, einfach hier oben im Wechsel abdippen, Körpermitte. Festhalten. Alright. So, letzte Station. Dann wiederholen wir das Ganze und ich zeige dir ein paar Steigerungsmöglichkeiten. Machen wir VTA. Das bedeutet, du gehst in so eine leichte Hockposition, schickst das Gesäß nach hinten, Kinn ran, Rücken lang machen, Arme in ein V. Wir beginnen in 3 Sekunden, machen 3 Klimmzüge hier. Zieh die Ellenbogen zurück. Streck die Arme wieder. Ellenbogen zurück, strecken. Noch einmal zurück, strecken. Jetzt geh in T und feder 3 bis 5 Mal hier nach hinten. Dann geh in A und feder 3 bis 5 Mal hier nach hinten. Arme wieder nach vorne. Zug, 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 seitlich. Schulterblätter zusammenziehen, nach hinten und zurückziehen. Arme wieder nach vorne. Zug, Zug. Zug zu den Seiten und noch einmal hinten und entspannen. Zweite Runde, erste Übung der Burpee. Erinnere dich an eben mit Schritten nach hinten oder gerne jetzt, dass du beide Füße im Sprung nach hinten bringst und im Sprung wieder nach vorne in 8 Sekunden. Kannst den ersten bei mir schauen und dann steigst du mit ein. Und go. Wenn du noch nicht die Power für den Push-Up hast, dann lass die Liegestütz weg. Halt die Arme gestreckt. Ansonsten Brustbein Richtung Boden bringen. Pause und dann gehen wir wieder in die Rückenlage. Begib dich schon mal langsam in die Position. Füße Hüft- bis Schulterbreit. Drück deine Ellenbogen nach unten. Du willst jetzt gleich wieder mit der Ausatmung die Hüfte nach oben bringen und den Arm diagonal von dir wegschicken. Blick folgt in 10 Sekunden. Mach dich bereit. 3,
2, 1 und Hüfte strecken, reach zur Mitte zurück und zur anderen Seite. Lass deinen Blick der Hand folgen. Bring die Hüfte so weit in die Streckung, wie es geht. Und entspannen. Sehr gut. So, die Hindu Squats. Wahlweise mit Sprung. Und zwar nicht jede Wiederholung, sondern jede dritte. Das heißt, wir haben noch kurz Pause. Ich zeige es dir schon mal. Du würdest zwei hier machen und bei der dritten abheben. Zwei hier und bei der dritten in den Sprung gehen. Wenn ich springe, ist die Landung immer mindestens genauso wichtig. Mach dich bereit und go. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Schöne Hüftstreckung. Ellenbogen zurück, Bauch fest. Gut atmen. Und entspannen. Sehr gut. Shoulder Tap, Shoulder Tap, Liegestütz. Ja? Die Steigerung kann darin sein, dass du die Liegestütz mit einbaust und möglichst ordentlich machst. Also Brustbein ganz zum Boden, hier die Spannung halten, komplett wieder Push raus. In 10 Sekunden. Geh schon mal in eine starke Stützposition. Schulterlinie über den Händen. Und go. Tap, tap, Push-Up. Tap, tap, Push-Up. Wenn die Kraft für den Push-Up fehlt, ohne machen. Noch 15 Sekunden. Und relax. Puh, sehr gut. So, noch einmal V mit Klimmzügen. T, Federn zurück. A, nach hinten die gestreckten Arme zurückziehen. Ja. In unserer Skihocke in 10 Sekunden. Mach dich langsam bereit. Gesäß nach hinten setzen. Rücken lang machen. Arme V-förmig über den Kopf. Und los. Zug, Zug, Zug zur Seite, Federn nach hinten, zurückziehen. Wieder vor, Zug, Zug, Zug seitlich und nach hinten. Wieder vor, seitlich und zurück. Und entspannen. Alright, das waren schon unsere zwei Runden. Ich denke, dir geht's jetzt wie mir. Der Schweiß läuft, die Pumpe ist am Arbeiten. Du merkst angenehm, wie deine Muskeln arbeiten. Alles richtig gemacht. Atme in Ruhe durch. Fokus auf eine immer mehr in die Länge gezogene Ausatmung. Gönn dir gleich einen Schluck Wasser. Der Timer hat jetzt auch kapiert, dass wir fertig sind. Schön, dass du mitgemacht hast. Respekt, wenn du durchgezogen hast. Denk dran, das Geheimnis liegt im Dranbleiben. Natürlich gerne auch mit mir und meinen anderen Clips. Abonnier meinen Channel, falls du es noch nicht getan hast. Und bleib stark, dein Timo. Thank you.